Umwandlung setzen und damit die Altersrente sinken. Was trefft ihr für Massnahmen für euer Personal? Zur Vermeidung von Renteneinbußen lohnt es sich, zusätzliche Altersgutschriften anzusparen. Weil sich an dieser Finanzierung aber auch die Mitarbeitenden selber daran beteiligen müssen, sind Mitarbeitende vielfach nicht bereit, höhere Lohnabzüge zu akzeptieren. Ihr als Vorsorgekommission oder als Arbeitgeber beschließt also Verbesserungen, die im schlimmsten Fall sogar negativ aufgefasst werden. Als Lösungsansatz bietet sich die Einführung eines Wahlplans an. Versicherte können so die Höhe von ihren Altersgutschriften zwischen bis zu 3 verschiedenen Varianten auswählen. Besonders spannend präsentiert sich dabei die Ausgangslage, wenn Betriebe bereits heute mehr als 50% der Gesamtkosten für die berufliche Vorsorge tragen. Hier ist es unter Umständen nämlich sogar möglich, ohne Mehrkosten für euch als Arbeitgeber freiwillige Erhöhung der Altersgutschriften zu ermöglichen. Allerdings beinhaltet der Wahlplan zahlreiche Knacknüsse. So gilt es neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie den Ausgestaltungsmöglichkeiten je nach Pensionskasse auch die administrative Abwicklung, nicht zuletzt auch Kommunikation gegenüber dem Personal zu berücksichtigen. Je einfacher und verständlicher sich ein Wahlplan präsentiert, umso mehr Mitarbeitende nutzen im Anschluss das Angebot vom Zusatz sparen. Wenn ihr von unserer grossen Erfahrung in diesem Bereich profitieren wollt, dann freue ich mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Reto Moser und ich bin Pensionskassen-Fachspezialist bei Funk.